Wir fangen an mit unserer Kandidatin Sandy Jessing. Und so sah sie noch vor wenigen Stunden aus. Bei Sandy Jessing dreht sich derzeit fast alles um ihre 7 Wochen alte Tochter. Ein Friseurbesuch ist da eigentlich nicht oberste Priorität. Aber warum eigentlich nicht? Die 35-Jährige möchte beides sein. Tolle Mutter und gut aussehend. Ich trage jetzt seit vielen Jahren diese Frisur. Also Frisur kann man das ja nicht mehr nennen. Deshalb suche ich jetzt eine Typveränderung und hoffe, dass der Herr Henschel mir dabei helfen kann. Sandy hat während der Schwangerschaft deutlich stärkere und strukturiertere Haare bekommen. Sie wünscht sich aber eher einen pflegeleichten und wandelbaren Look. Das Gesamthaar sollte nicht zu kurz sein, da so aus der ovalen Gesichtsform eher ein rundes Gesicht wird. Auch wirkt das vorhandene Blond eher wie eine Globalfarbe und lässt Sandys Gesichtsteint fader erscheinen. Die Grundlänge schneidet Sven etwas länger als Kinn. Das lässt Spielraum für Variabilität. Leichtigkeit und Volumenabbau wird durch eine intensive Stufung des Unterhaars erreicht. Für sanfte Kontraste und mehr Klarheit im Grundton setzt Sven Lowlights in einer Freihandtechnik mit Farbpads am Oberkopf. Eine Einheit zwischen Naturhaarfarbe, alter und neuer Strähnentechnik wird durch einen Toner in Ash und Beige erreicht. Und da ist sie, die Sandy. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sandy, ich habe gehört, dass Sie direkt, nachdem die Frisur fertig war, gerufen haben, boah, ich sehe direkt 10 Jahre jünger aus. Jetzt haben Sie sich ein bisschen dran gewöhnt. Fühlen Sie sich immer noch 10 Jahre jünger? Ja, also ich finde es super. Finde ich auch. Ja. Sieht ganz toll aus. Erzähl uns, was du gemacht hast, Sven. Ja, Sandy hatte ja wirklich, wie man es im Beitrag gesehen hat, die Haare ja bis zur Schulter. Mhm. Volumen war komplett weg vom Oberkopf, ist jetzt unten gewesen. Und eigentlich hatten wir uns ein Bild rausgesucht und sie hatte sich fast noch ein Stück weit kürzer gewünscht. Und das ist nicht immer heißt, der Henschel schneidet nur die Haare ab. Abgeschnitten ja, aber in dem Fall einfach ein bisschen länger gelassen, weil es ihr einfach ein bisschen mehr Weiblichkeit gibt. Und es sollte einfach zu stylen sein, also sprich, es sollte von ganz von alleine fallen. Ja. Und es sollte wandelbar sein. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden von ihrer Gesichtsform her, weil sie hat ein super schönes Oval, muss aber frei sein, weil so ein bisschen die Pausbäckchen hier rauskommen. Und wenn es halt kürzer gewesen wäre, hätte es das Gesicht zu rund gemacht. Und so zieht sich es bis hier runter und damit verlängern wir die Gesichtsform. Und ich kann halt auch so ein bisschen mit den Längen hier spielen. Ja, wenn du sagst wandelbar, was heißt, was kann man damit noch machen? Also es hat jetzt ganz viele unterschiedliche Längen vom Haarschnitt her. Also es ist ein gestufter Haarschnitt, ist ein Check. So nennt man den Haarschnitt, wer es nachgucken will. Und Check ist immer gut. Ja, Check ist immer gut. Ein Shake. auf jeden Fall, jetzt sieht man so ein bisschen einen Festtagsstyle, habe ich ja gemacht, passend zu unserem Thema. Also das ist jetzt das Ganze ein bisschen bewegt, so mit weichen Wellen. Das Ganze ist hier mit so einem Eisen gemacht worden. Hat einfach so eine ganz leichte Dynamik. Es darf nicht zu rund sein. Ja. Es muss wirklich nur so ganz sanft bewegt sein. Das Ganze kann man auch einfach mit den Fingern trocknen. Das haben wir gestern mal gemacht. Das ist einfach so ein Style. Ja, sie hat ja eine kleine Tochter, nicht so viel Zeit. Kann man im Trockenwuscheln. Man kann es kletten mit dem Kletteisen. Dann gibt es den sogenannten Slick-Look. Ist auch wieder sehr modern im Moment. Okay. Ja, und man kann es auch einfach mit einer ganz großen Rundbürste durchföhnen und dann hat so eine ganz, ganz leichte, sanfte Bewegung. Auf jeden Fall Sandy ein Dauergrinsen im Gesicht. Ich finde das richtig gut, ne? Mir gefällt es sehr gut. Hätte ich schon viel eher machen lassen. Ja, na gut, aber es hat ja jetzt geklappt. Genau. Natürlich fragt sich Sandy sicherlich auch auf und hoffentlich hält das auch bis zu den Feiertagen oder verwächst sich nicht direkt wieder in einer Woche. Also verwachsen tut sich in einer Woche auf gar keinen Fall. Ja. Das ist ein Haarschnitt organisch geschnitten, der geht einfach mit. Den kann man jetzt, glaube ich, zwischen 3 und 4 Monaten einfach auswachsen lassen. Ja. Klar, wenn ich sowas frisch mache, wenn ich es am ersten Tag ein bisschen intensiver mache von der Locke her, dann hängt es sich bis zum zweiten Feiertag halt einfach ganz entspannt aus und sieht dann so aus. Also von daher. Wir gucken uns jetzt mal den Vorher-Nachher-Effekt an. Also so, wie wir es hier gleich, glaube ich, links sehen, sah die Sandy noch vor wenigen Tagen aus und das ist sie heute. Das ist schon wirklich ein. Man hat das Gefühl, das Gesicht kommt jetzt ganz anders zur Geltung. Das ist richtig, schon echt, jetzt, also hier sieht man den Unterschied schön Wahnsinn. Zwischen Volumen nach oben verschoben und vorher wirklich das eher runde Gesicht, obwohl es oval ist, aber durch die Frisur wirkt es halt einfach. Man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man so total begeistert ist, dann könnte es auch so klingen, als würde man vorher irgendwie sagen, oh, das sah ja nicht so dolle aus. Aber ich meine, das ist einfach eine unfassbar tolle Veränderung, oder? Ja. Sagen Sie ja selber auch, Sandy. Auf jeden Fall. Wir sind mal wieder total begeistert.